Die Braker Seeschleuse dient seit 39 Jahren als Verbindungsglied zwischen dem Braker Binnenhafen und der Weser. Wegen einer Hauptwerksprüfung steht die Schleuse, die als Ein- und Ausfahrt zum Binnenhafen genutzt wird, bis Ende Mai jedoch nicht zur Verfügung. Alle 6 Jahre müssen solche Überprüfungen an jedem Ingenieurbauwerk geleistet werden. Der bauliche Zustand wird dabei überprüft und dokumentiert, um zukünftige Verkehrs- und Betriebssicherheit gewährleisten zu können. In diesem Jahr stehen die Arbeiten an der Braker Schleuse an. Die Substanz der Schleusenkammer wird nachdrücklich geprüft. Auch das Fundament wird ebenso geprüft wie die Spundwände aus Stahl. Dafür ist das vollständige Abpumpen des Wassers notwendig. Parallel dazu werden generelle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten am Bauwerk vorgenommen. Die Anlieger des Binnenhafens sind informiert worden. Außerdem sind die überführenden Fuß- und Radwege geschlossen.